Guten Morgen, Leute. Wir sind wie versprochen auf dem Weg nach Ban Me Kampong. Das ist ein altes thailändisches Dörfchen. Und diesen Tipp bekam ich von einem Abonnenten. Vielen Dank dafür. Ja, und unterwegs wollten wir uns eigentlich schon eine heiße Quelle ansehen, aber auf einmal war die Beschilderung weg. Keine Ahnung, wo das mal wieder geblieben ist. Und jetzt sind wir an so einer Art Baumschule hier. Riesen Dinger bei. Die werden hier angezogen und dann, so groß wie sie sind, verkauft. Seht euch das an, diese großen Bäume. Rauf auf den LKW. Oh, der ist auch schön da. Mit den Wurzeln. So weit das Auge reicht. Bäume zum Verkauf. Auf der anderen Straßenseite ebenfalls. Die etwas kleineren Exemplare. Die sind ja auch schön, die Blüten. Mit ein Grund, warum wir nicht so lange in Chiang Mai waren, ist die schlechte Luftqualität. Also hier, ob nun bewusst oder durch Zigaretten entstanden, Waldbrände ohne Ende, kam auch in den lokalen Nachrichten. Und man hat immer so einen Brandgeruch in der Nase, so einen leichten. Auch jetzt auf der Fahrt wieder. Große Flächen abgebrannt, verbrannt und riecht stark nach Rauch. Wir wollten unbedingt die heißen Quellen sehen und fuhren noch mal ca. 25 Kilometer zurück. Mit dem Motorrad dürfen wir hier nicht rein, wurde uns gesagt. Auto scheinbar ja. Und es kostet Eintritt. Mal sehen. Also das geht schon in Ordnung. Eintritt zahlten wir Landsport, 50 für mich, 40 für die Koi. Hellcheck okay. Und jetzt spazieren wir mal in die heißen Quellen rein hier. Angenehme Überraschung schon mal. Keine exorbitanten Verlangpreise. Und das könnt ihr euch alles ansehen hier. Gibt auch Unterkünfte und Camping. Und nur knapp 25 Grad heute. Bin ich mal wieder überfragt, ob das jetzt schön aussehen soll oder ob da was angezogen wird. Eine Schulklasse beim Ausflug. Er hat was Späßchen. Ja. Klasse, in den heißen Quellen können Eier gekocht werden. Kostet 40 Baht. Kai muss das tatsächlich ausprobieren. Das sind die heißen Quellen. Da muss man schon noch ein Ticket kaufen. Für alles extra bezahlen. Ich habe ja schon einige heiße von Mark. Ich habe ja schon einige heiße Quellen gesehen, aber sowas wie hier noch nicht. Eine Riesenanlage. Alles so kleine Kanäle, wie die das angelegt haben. Schön aus.
Und da wird es dann richtig heiß. Guten Tag, Michael. Guten Tag. 7 Minuten, Lech 2. Ich habe gesagt, 7 Minuten. 7 Minuten. Das ist Feikau. Mal gucken, was aber rumkommt. -105 °C hat das Wasser hier. Oh, die Wisch kommt bis hier. Geil, komm hin. Guten Morgen. Das ist ja lustig hier. Macht einen relativ stabilen Eindruck. Also die 25 Kilometer zurückzufahren, lohnt es sich auf jeden Fall. Und da kommt Miss Kohl mit den gekochten Eiern. Heilig. So Leo? So Leo. Mai? Sexy. มาโน่ผมมาชอบเลยโอ้ยคุณขาก็พูดอยู่มันจะได้โอเคมาเร็วๆผมกลัวร้อนไม่ร้อนนิดหน่อยเนี่ยดิย่าที่คลีนวิวสปาสสบายสบายไม่เอาผมเดินทำวิดีโอไม่ร้อนมากโหพี Da muss ich natürlich auch hoch. Ein Baumhaus erinnert mich an meine Kindheit. Allerdings war meins nicht so verdorben. Von der letzten Etage aus aufgenommen.
ร่อยพอดีสุกพอดีก้อยก้อกุ้นสุกเลี้ยวเมืองกันสุกแล้วไก่สุกสบายสบายสบายไม่ร้อนคุณเอามือจุ่มเอามือคุณเอามือจุ่มไปหูดีDa kam noch eine Schulklasse an oder auch Pfadfinder. Natürlich, wie üblich an solchen Orten, wird alles etwas überteuert angeboten. Verständlich, die Mieten werden auch entsprechend hoch sein. Ja, Kai, was nur Unsinn im Kopf. Damit Kai mir nicht verloren geht, kauft ihr so ein Schälchen. Ich bin mal wieder vollkommen. Ja, exercise. Ja, Leute, mittlerweile 10.30 Uhr. Wir haben noch nicht gefrühstückt. Müssen uns jetzt mal irgendwie eine kleine Garküche suchen. Hier in der Anlage gibt es ein großes Restaurant. Wird aber ziemlich teuer sein. Also suchen wir uns außerhalb etwas. So, wir sind hier an einem kleinen Markt. Da werden wir uns mal mit Essen eindecken. Und dreimal durfte raten, warum mein Ticket so preiswert war. Ticket for older person, 50 Baht. Kai ist Kaumann Kai und ich Kaumann dort. Ja Leute, diese heißen Quellen sind ein absolutes Muss. Wer in der Nähe ist oder auch eine Fahrt hierhin, ein Ausflug hierhin, lohnt sich auf jeden Fall. Habe ich in Thailand bisher in dieser Form noch nicht gesehen und in dieser Größenordnung. Also falls ihr in der Nähe seid, unbedingt hinfahren. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.